Liebe Golfer, liebe Golferinnen, heute geht es nochmal um das Thema Mentaltraining und um die Frage des ein oder anderen Spielers in den letzten Tagen, was kann ich machen, um mich auf den ersten Abschlag vorzubereiten, damit ich weniger Angst habe, damit ich weniger aufgeregt bin. Ein ganz entscheidender Punkt für mich ist, wenn wir jetzt mal am Tag des Turniers starten, dass ich nicht großartig lange vor meiner Startzeit am ersten Abschlag auftauche, sondern wirklich nur diese 5 Minuten vorher. Dann beschäftige ich mich diese 5 Minuten vorher mit mir, aber nicht mit irgendeinem Flight, der vor mir schon am ersten Abschlag steht und seine Bälle links, rechts oder kreuz und quer auf der Bahn verteilt, weil die meisten sind ja irgendwo aufgeregt am ersten Abschlag. Das heißt, die Schläge eurer Spieler, eures Flights vor euch gar nicht beachten. Dann, wenn ich mit meiner Gruppe am Abschlag stehe, ist der entscheidende Punkt, meine Mitspieler, ganz ehrlich, beachte ich auch relativ wenig. Ich gucke, in welche Richtung sie grob schlagen, aber sobald sie den Ball getroffen haben, beschäftige ich mich eigentlich wieder mit mir, mit meinem Schlag. Dann ist es natürlich wichtig in so einer gewissen Drucksituation, dass eure Routine stabil ist. Dass ihr also darauf achtet, dass ihr wirklich eure Routine durchzieht. Ich hoffe, ihr habt euch schon eine Routine erarbeitet. Wenn nicht, ist das der nächste Schritt. Das ist also schon mal eine gute Basis für den ersten Abschlag, generell für jeden Schlag. Und dann müsst ihr diese Routine wirklich am ersten Abschlag zu 100% durchziehen, weil in einer etwas erhöhteren Drucksituation schwächelt man schnell mal in seiner Routine. Der nächste Punkt ist, was kann ich machen, wenn ich vielleicht noch nicht am Turniertag bin oder ein paar Tage vorher? Und da ist für mich diese Visualisierung ganz entscheidend. Visualisierung heißt, ich gehe für mich diese Situation im Kopf durch. Ich stelle mir vor, wie ich dort ankomme, wie ich mich einschlage, wie ich mit meinem ganzen Drum und Dran dann irgendwann auf dem ersten Abschlag ankomme. Und dann versucht ihr wirklich dieses Visualisieren so gefühlsstark wie nur möglich durchzuziehen. Dass ihr fühlt, wie ihr euch zum Abschlag bewegt, wie euch der Wind um die Ohren pfeift, wie ihr euer Golfbag abstellt, wie ihr euch vorbereitet, dass ihr eure Routine seht, dass ihr fühlt, wie ihr den Ball trefft, wie der Ball zur Fahne fliegt, wie der Ball dort landet, dass ihr hört, dass ihr es hört, wie der Ball dort landet und auch irgendwo wieder diesen Treffmoment fühlt. Je mehr Gefühle dort im Spiel sind und je häufiger ihr diese Situation erfolgreich visualisiert, desto einfacher wird dieser erste Abschlag. Probiert das Ganze aus, berichtet gerne und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten viel Erfolg bei den nächsten ersten Abschlägen. Euer Michael.